Hier steht unsere Notation für die partielle Ableitung der Funktion f nach der Funktion f nach der Variablen xj, also nach der j-ten Variablen. Das f hängt von irgendwie vielen Variablen ab und wir werten es aus an der Stelle y. Und das hatten wir bisher nur in Worten definiert, haben gesagt, ja, wie machen wir das? Wir halten alle Variablen bis auf die j-te Variable fest. Und in der j-ten Variablen leiten wir ab, wie wir eindimensional ableiten. Ja, und wie haben wir eindimensional abgeleitet? Da haben wir so einen Differentialquotient gebildet. Also was müssen wir uns da anschauen? F an der Stelle y1, y2 und so weiter bis, sagen wir, yj-1. Und dann an der j-ten Stelle, da schreiben wir rein yj plus h. Und dann machen wir weiter mit yj plus 1. Und so weiter bis yn. Und davon ziehen wir ab, f an der Stelle y, also an der Stelle y1 bis yj-1, yj steht hier wirklich an der j-ten Stelle. Machen wir das wieder pink. Und dann yj plus 1 und so weiter bis yn. Das Ganze teilen wir durch h, durch dieses h, mit dem wir hier in der j-ten Variablen wackeln und bilden dann den Limes h nach 0. Also bis auf die Verzierungen da mit den ganzen zusätzlichen Variablen, den y1 bis yj-1 und so weiter, ist das jetzt genau das gleiche, wie wir eindimensional die Ableitung definiert haben. Die blauen Variablen interessieren uns alle nicht, wir leiten hier nur nach der rosanen ab. Also das ist übersetzt in eine Formel, wie wir das in Worten definiert haben, was wir mit dieser partiellen Ableitung meinen. Und jetzt war da die Behauptung, dass man das auch anders schreiben könnte. Ich hatte gesagt, wir können dafür, machen wir das so, wir lassen hier das stehen, da kann ich da drüber schreiben. Ich wollte das ein bisschen umschreiben, und das können wir direkt hier machen. Also, was ist denn das hier? Für f von y1 bis yn schreiben wir auch f von Vektor y. So, und was ist das hier? Das hier ist f an der Stelle y plus h mal den j-ten kanonischen Einheitsvektor. Ja, warum das? Was ist denn y plus h mal der j-te kanonische Einheitsvektor? Also y ist so eine Spalte wegen mir mit y1 bis yj-1. Dann kommt hier yj und dann yj plus 1 bis yn. Machen wir es noch ein bisschen länger. Dann kommt hier ein h und jetzt müssen wir das ej hinschreiben. Das ej beginnt mit lauter Nullen und an der j-ten Stelle steht hier eine 1 und dann geht es mit lauter Nullen weiter. Das war der j-te kanonische Einheitsvektor. Das heißt, wenn wir das zusammenzählen, hier noch ein bisschen Platz. Wenn wir das zusammenzählen, dann steht hier doch gerade y1 bis yj-1 und dann in der j-ten Komponente steht yj plus h und dann geht es weiter mit yj plus 1 und so weiter bis yn. Also genau das, was hier oben in blau drin steht, steht jetzt genau hier. Das heißt, wir können das so etwas kompakter schreiben, ohne die ganzen einzelnen Komponenten anzugehen. Und dann ist das ej hier, der j-te kanonische Einheitsvektor. Das ist die Richtung, in die wir ableiten. Und mit den anderen partiellen Ableitungen leiten wir in Richtung der anderen Koordinatenrichtungen ab.